Und willkommen zurück. Weiter geht's bei Alien Isolation. Wir müssen immer noch ein bisschen aufpassen. Vor den Androiden, die hier unterwegs sind. Hier kommen bestimmt gleich nochmal welche. Beim letzten Mal haben wir ganz famos 3 Stück auf einmal erledigt. Mit einem simplen Trick. Hier ist wohl keiner. Kann ich gar nicht glauben. Oh, Komponente B. Direkt gesehen. So, na dann greifen wir doch hier gleich mal drauf zu. Wo ist das denn? Hier unten. Das hier, das hier. Das und das. Linker Serverspeicher aktiviert. Rechter Serverspeicher aktiviert. Durchsuchen Sie die rechte Konsole des Serverspeichers. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir müssen noch bestimmt beide durchsuchen. Ist ja auch ein Speicherpunkt. Den nehme ich gleich nochmal. Irgendwas in meinem... Moment mal kurz. Ich hoffe, es funktioniert noch. Irgendwas in meinem Mikro hat gerade ganz, ganz komisch, beziehungsweise im anhängenden Headset, ganz komisch gerauscht. Huch, da ist hier wieder einer. Scheiße. Mann, das habe ich jetzt zu spät gesehen. Mehr du Sack. Och komm, ich war schneller. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Ich helfe dir gleich, wenn du es nicht loslässt. Einfach so eine Frau. Na, hör mal. Oh. Der hat so einen Schutzanzug an, das hilft also gar nichts. Scheiße. Okay. Ich muss eine von ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Vielleicht klappt das noch, bevor die Leute kommen. Ach nee, wir müssen gar nicht heran. Wir müssen die ganzen Dinger durchsuchen. Ach, scheiße, okay, das klappt so nicht. Ich lade einfach mal den letzten Spielstand. Das war ein bisschen blöd, ich war gerade noch abgelenkt durch mein Headset. Bevor wir uns jetzt weiter hier mit den Androiden rumärgern und rumkloppen. Da fangen wir die Sache nochmal von vorn an und gehen ein bisschen vorsichtiger vor. Geht der dann automatisch links durch den Raum? Ich hoffe, mein Headset hat einen Geist jetzt hier nicht aufgegeben. Das wäre nicht cool. Geht der da durch? Oder geht der in den Serverraum? Das wäre noch beschissener. Die linke Konsole des Serverspeichers. Tja, wir haben gesehen, mit unserem Elektroschocker kommen wir auch nicht so weit. Von wo aus? Okay, ich muss eine von Ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Werden die durch das Geräusch angelockt? Da hinten ist einer, da hinten ist der zweite. Alle Handelsvertreter des Konzerns müssen sich bei Besuch beim nicht gelegenen Stück melden. Auch nicht. Scheiße, wo gehen die beiden jetzt lang? Ja, da hinten geht nach hinten. Hier
Hier sind auch nochmal Monitore. Ah, geil. Okay, den haben wir jetzt schon. Das ist gut. Können wir da hinten schon durch den Luftschacht kriechen? Ich guck noch mal kurz, wo die beiden hingehen. Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Ja. Kern. Scheiße. Was für ein Teil. Oh, hier ist auch ein Speicherpunkt. Den nehmen wir auch mit. Den nehmen wir mit. Na. Boah, das hat aber eine... Oha, das geht schnell, seht ihr das? Das hat auch eine ganz geringe... Pff, keine Chance. Das Teil in der schnellen Zeit da... zu machen. Irgendwie die Sicherheitskapazität senken. Hat das jetzt durch den Schalter schon funktioniert? Hier ist ja noch einer. Hat das gereicht? Dauert es jetzt vielleicht... Ist es jetzt vielleicht einfacher? Es hat nur einen ganz kleinen Bereich. Die kannst du gar nicht so genau halten. Ich mach's mal mit der Maus. Ne, vergiss es. Die Sicherheitsstufe ist zu hoch. Das schaffen wir noch nicht. Da müssen wir erstmal. Ach, müssen wir die beiden Monitore? Können wir die irgendwie benutzen? So, und das ganz rechts noch. Achso, die Leiste konnten wir bewegen. Da war doch in dem anderen Gang auch noch so ein Teil. Können wir das jetzt vielleicht benutzen? Nicht so aus. Ah doch, hier. Was? Hä? Sollte mir das Leben leichter. Oh. Okay. Das hat jetzt, ich weiß gerade nicht, was ich da gemacht habe. Das hat auf jeden Fall auf Anhieb funktioniert. Oh Mann, ey. So. Können wir jetzt vielleicht hier mal in Ruhe... Ja, das sieht deutlich besser aus.
Jetzt schaffen wir das auch. Code akzeptiert. Jetzt fahren wir hier hoch. Dann ziehen wir mal Apollo zu Rate. So, das Vieh ist wohl doch noch auf der Station. Sieht ja nicht so gut aus. Das ist also hier der allwissende Apollo. Oh oh, das sind eigentlich keine guten Neuigkeiten. Ach so, Apollo fährt zurück. Sich wieder zusammen. Hier geht's runter. Weyland Yutani. Wir bauen bessere Welten. Na super. Am Arsch. Tja, was machen wir denn jetzt? Oh. Achso, hier geht's noch runter. Ich dachte, wir können das Teil von unten dann nochmal anzapfen. Na super, immer weiter in die Scheiße reiten wir uns selber. Oh. Na dann, begeben wir uns mal zum Maschinenraum. Wieso muss auf einer Raumstation immer noch Chinesisch oder welche Schriftzeichen das sind stehen? Naja, gut. Ich dachte, in der Zukunft gäbe es so eine Einheitssprache, wo jeder dasselbe spricht. Scheiße, da ist schon wieder so ein Android und noch einer. Oh, Mist. Die Typen sind echt überall. So, dann bringen wir das Ding erstmal wieder in Gang. Und an damit. Zack.
Hey. 2 und 3. Ach komm, ja. Was ist das denn? Wo sind eigentlich verdammt nochmal unsere Waffen? Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Die Syntheten spielen verrückt, also habe ich ein paar Leute organisiert, mir zu helfen. Ich habe einen von ihnen in einen Produktionsraum geschickt, aber er ist nicht wieder rausgekommen. Jede Tür ist verschlossen. Und wie zum Teufel soll er in den Lüftungsschacht gekommen sein? Wir sind mit unserem Latein am Ende. Es scheint falsch, einfach weiterzuarbeiten, ohne nach ihm zu suchen. Aber wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Unsere Schicht ist bald vorbei. Ich werde den Vorfall an Waits und die Marshalls berichten. Bitte verlassen Sie diesen Bereich. Zugang zum Maschinenraum beschränkt. Scheiße, da ist schon wieder so eine Kamera. Ich gehe nochmal kurz zurück und speichere lieber nochmal. Das ist mir sicherer. Sonst dürfen wir uns die ganze Fahrt nochmal antun. Also an manchen Stellen sieht das Spiel so unglaublich gut aus. Hier zum Beispiel. Passt einfach alles. Finde ich richtig geil. Oder vorne der eine Raum, der Serverraum. Nee. Ist okay. Ist das wieder einer, den wir hier schocken können? Scheiße. Das war zu früh. Das ist wirklich nicht nötig. Doch! Jetzt ist er. Greif dich an Frauen. Und weg mit dir, du perverso Android. Da haben wir wieder einen Lüftungsschacht. Hätte trotzdem gern unsere Waffen wieder. Ah, da kommen wir dann raus. Weiß man nicht, was mit instabiles System gemeint ist. Mache ich aber mal an. Und wieder Munition gefunden. Oder dürfen wir jetzt die ganzen Waffen nochmal neu finden? Oder finden vielleicht sogar noch mal ein Waffenlager irgendwo? Gibt es hier noch Androiden? Was haben wir denn hier? Nochmal eine Verbesserung. Schneidbrenner verbessert, Ionenflamme verfügbar. Juhu! Und nochmal Taschenlampenbatterien. Wie bewegen die in sich? Komm ich hier noch vorbei? Ja, das klappt. Ganz souverän gemeistert. Cool. Ich hätte wetten können, hier kommt noch mindestens ein Android. Ja, das Teil können wir mittlerweile benutzen. Kann man denn irgendwann nochmal die komplette Station erforschen? Weil es ja schon einiges gab, wo wir überhaupt nicht durch konnten. Och ne, musste die ganze Tür wegschneiden. Ja, natürlich. Geht aber schnell. Vorsichtig, Mädel. Verletzt sich da nicht. Gibt später eine Statistik, wie viel man im Lüftungsschacht umhergekrochen ist.
dann speichern wir hier nochmal. Denn die Folge ist auch schon wieder vorbei. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und haut rein, bis zum nächsten Mal.